Hier oben. Vielen Dank. Achso, ich kann nichts aufsammeln. Also, ich würde sagen, das sieht gar nicht mal... Oh Gott. Das sieht gut aus hier. Sieht gut aus, ne? Warte mal. Hier gibt es den Morph-Mod? Also es passt hier von der Umgebung, definitiv. Da können wir was Schönes draus bauen. Gut, dann lassen wir uns hier nieder. Also es wird ein bisschen an Arbeit sein. Ich gehe mal auf die Höhe hier unten. Auf der Höhe. Der macht mir Angst. Da ist sogar noch Kohle. Nice. Okay. Gut, ich brauche erstmal ein paar Kisten. Ja, kein Platz. So, ich stelle die auch direkt hier nebeneinander. So, dann machen wir hier die Ingots rein. Ingot und Ores. Hier kommt alles andere rein. Was wollt ihr denn schon wieder? Was lassen die denn? Bin noch unsichtbar. Gut. Die Attacke hat nur überlebt. Was willst du denn? Jetzt folgendes. So. Essen werden wir sowieso brauchen. Ob das jetzt Schweinchen sind oder irgendwas anderes, ist ja egal. Lebendfalle für Schweine. Das ist immer am einfachsten. So, und jetzt brauche ich nur irgendwas zu essen, damit ich die anlocken kann. Hm. Haben wir aber nicht. Ja, das wird auch so eine Geschichte. Wir müssen hier oben alles anpflanzen. Ich gehe mal gerade gucken, ob es hier unten irgendwas gibt. Ja, da gibt es ein paar Büsche. Ich brauche irgendwas, womit man die Schweine anlocken kann.
Ah ja, okay, da hätten wir schon was. Ja, kann mir mal einer sagen, wo ich hin muss? Ah, da kommt schon das nächste. Seid schön doof. So. Ist nämlich gut, wenn wir die Schweine gleich wieder verwerten können. So, komm mit. Ja, du auch. Alle schön mitkommen im Gänsemarsch. Rinn mit euch. Kommt, kommt, kommt. Jawollo. Perfekt. Nahrung haben wir versorgt. Ah, warte mal, wir können die sogar gleich. Warte mal. Ja, das geht nicht. Aber das ganze Gemüse können wir. Gemüse können wir denen geben. Ha. Intelligent. Achso, aber nicht so intelligent ist, dass wir zum einen kein Wasser. Ah, da drüben ist eine Wasserquelle. Das ist toll. Weil wir haben ja auch einen Eimer. Sehr schön. Dann haben wir hier sogar noch ein bisschen Erde. Okay, viel Erde war es jetzt nicht. Aber Erde kriegen wir auch nochmal. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir hier ein bisschen anpflanzen. So. Achso, eine Spitzhacke brauchen wir noch. Also so eine Dingster-Axt. So, Schweinchen sind auch markiert. Also ich mag eigentlich diese Biome hier oben nicht so. Weil die, was wollte ich? Achso, eine Dingsaxt. Wegen dem Schnee. Der nervt mich immer. Ah, okay, da zeigt an welche. Was da. Was das für ein Spawner ist. Sehr gut. Dann können wir hier, das hier dran machen und den Reis. Mehr habe ich gerade gar nicht. Okay, aber das ist schon mal ein guter Grundstock. Dann können wir uns jetzt mal ein bisschen hier um die Struktur kümmern. So, auf die Höhe möchte ich hier. Da müssen wir ganz schön viel wegkloppen. Haben wir eigentlich Eisen gefunden gehabt? Eisen, 3 Stück. Können wir doch gleich. Ja, können wir eigentlich gleich sinnvoll anlegen. Ich möchte hier oben eine Burg errichten mit sag ich mal, Ausweichmöglichkeiten auf den einen, auf jeden Fall drüben. Warte mal, ich zeig's mal gerade. Auf jeden Fall mit einer Brücke, die darüber führt. Und vielleicht sogar von da drüben dann nochmal eine Brücke darüber. Vielleicht kommt hier auch der Weg hoch, geht hier über die Brücke in den Burghof rein. Und dann hier rüber. Das wäre auch. Das wäre doch eine angenehme Möglichkeit, da hier ordentlich zu bauen. Weil wer mich kennt, der weiß, ich stehe aufs Bauen. Also ich bin hauptsächlich Minecraft-Spieler, um zu bauen. Und das soll natürlich auch in dem Projekt hier
was ja einfach so kurzweilig vor ein paar Tagen entstanden ist, natürlich wird ein Hauptaspekt sein. Also wir möchten, ich möchte schön bauen. So eine richtig krasse Burg wäre mal wieder angebracht. Ich habe schon lange kein Minecraft mehr gespielt. Seit ein paar Monaten, da ist mein Leben nur noch von Farming Simulator 19 bestimmt. Könnte man so sagen. Daher. So. Gab es wenig Abwechslung. So, Gravel brauchen wir natürlich auch. Wir brauchen alles. So eine Gravel-Tasche, die ermöglicht dir immer, dass du relativ flott eine große Fläche frei buddeln kannst. Ich höre schon wieder Lava. Ich weiß nur noch nicht, wo die ist. Ob es hier unten nochmal eine Höhle gibt. So, ich werde eventuell hier dann auch erstmal noch ein Gesindehaus errichten. Müssen wir mal gucken. Wäre wahrscheinlich angebracht, dass wir erstmal einen Unterschlupf haben. Und was wir natürlich auch brauchen, ist relativ schnell besseres Werkzeug. Deshalb sollte ich mich eigentlich nicht zu lange hier aufhalten und bauen. Sondern vielleicht erstmal gucken, dass wir besseres Werkzeug kriegen. Also dann geht's auch alles schneller. Aber so ein Grundstock kann nicht schaden. So, wenn wir jetzt mal planen. Hier. Verdammt. Dann wären wir hier mit der Mauer. Vielleicht hätte ich auch ein paar Schafe töten sollen. Oder vielleicht sollte ich mal ein paar Schafe suchen. Auch Schnee können wir auch da rein machen. Das auch. Ich habe doch noch was zu essen. Ich tippe. Okay. Na egal. Wir brauchen erst noch ein bisschen mehr. Muss man gerade die Sachen hier loswerden.
Den Raspberry Busch, den lasse ich mal da, das weg. Crafter. Mit Crafter kann ich noch nichts anfangen, was das sein soll. Undead Candle. Ja, und wie mache ich die an? Soll ich in den Ofen stecken oder was? Den Raspberry Busch, den würde ich gerne gleich irgendwo platzieren. Vielleicht hier. So, dann brauche ich noch ein bisschen Kohle. Dass ich mir hier Licht machen kann. Oh, es gibt Tinnikohl. Tiny Coal. So, ich muss nämlich hier ein bisschen zombie-sicher werden. Weil ich habe das Gefühl, die Zombies sind hier schon recht überlegen. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Gut, und dann wollte ich was tun? Schafe. Aber vielleicht machen wir das erst morgen. Da unten sind welche. Sind auch nochmal so Büsche. Aber ich habe eigentlich kein Essen. Kann mal ein paar Schweinchen noch holen. Also, nicht holen, sondern holen. Und hoffen, dass wir in Ruhe gelassen werden. Sag mal, was du kannst. Darf halt nichts dazwischen kommen. Ein bisschen hoch. Die Schweinchen in den Ofen legen. Dann passt's. Achso, Tiny Coal. Ist natürlich easier zu benutzen. Okay, irgendein Buch. Tiny Coal ist natürlich einfacher zu benutzen wie jetzt die große Kohle. Jetzt will ich nur mal gucken, ob wir hier auch kleine Fackeln machen können. Ja. Süß. Oh, da ist ein Enderman. Sollen wir uns den schon holen? Sollen wir uns den Enderman holen? Wir holen uns den Enderman.